Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ja, wie ihr seht, wir sind bei Teil 3 angekommen. Ich habe jetzt mal alles aus dem Auto hochgeholt. Es war ja doch ein bisschen viel. Wie gesagt, es werden noch zwei Teile kommen. Eventuell drei, aber ich denke eher zwei. Ich hoffe mal, da ist nicht allzu viel drin, sonst muss ich das wahrscheinlich auf zwei Teile splitten. Ja, also, das ist auch wieder von der Kofferversteigerung. Ich verlinke wieder alles drin. Ich will gar nicht groß drin rumlabern. Also Kofferversteigerung von Fundsachen vom Flughafen, die nicht abgeholt wurden, verloren gegangen sind, wie auch immer. Das hier ist marineblaue Reisetasche, ca. 80 cm lang, mit zwei Griffmöglichkeiten vollgepackt und schwer. Zwei kleine Fronttaschen bezahlt habe ich 70 € plus eben die 21%. Wenn die ein bisschen leerer ist, zeige ich es euch mal genauer. Da waren wohl mal Rollen dran. Sind aber keine mehr dran. Also das Ding ist auch wirklich, wirklich schwer. Man sieht es auch, glaube ich. Also ich habe die jetzt mal so quer auf den Stuhl gestellt, weil sonst kann man das, glaube ich, nicht erkennen. Hier ist wie immer die Nummer dran. Ich stelle euch auch die Bilder ein. Hier steht 26.09.2022 drauf. Also die sind alle schon relativ alt, die Gepäckstücke. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was da so drin ist. Ob das jetzt wie bei den anderen ist, dass es wirklich von einer Person ist. Wir hatten ja auch schon Koffer mit Fundsachen drin, ob es Neues, ob es keine Ahnung was ist. Ich habe mir schon mal eine wunderschöne Deutschland-Tragetasche. Okay, nichts Besonderes. Okay, dann haben wir hier einen Mantel, einen Blazer, einen Blazer. Ein Blazer in so einem melierten Stoff. Hier steht nur VIP drin. Größe kann ich nicht genau sagen. Müsste ich mir jetzt genauer angucken. Also ein Blazer. Dann haben wir hier ein BH drin. Wahrscheinlich getragen. Größe 85D. Okay. So, jetzt kommen wir, glaube ich, zu den Sachen, die recht schwer sind. Also, was hatte ich auch zwischendrin noch was drin? Printed by Velisio in Holland. Ich glaube, das sind so richtig große Wandteppiche. Mit so einem Leo-Muster, würde ich mal sagen. Das könnte sogar was wert sein. Also, die sind echt schwer. Die wiegen bestimmt 2 Kilo oder sowas. 5,486 Meter. Hier steht 6 Yards, 100% Cotton. Also, hier aus Holland hergestellt. Dann haben wir davon noch eins drin. Anderes Muster. Hier so ein Sonnenblumen-Morgen-Gedöns, irgendwas. Da ist sogar, sehe ich gerade, so ein Code drauf. Vielleicht kann ich die scannen. Dann kann ich die nämlich super gut verkaufen. Ach, süß. Dann haben wir hier einen kleinen Schuh, gelben Schuh mit Nieten von Lian Lalu oder Ludi, keine Ahnung, Größe 42, sehen neu aus oder zumindest einmal getragen. Guck mal, ob wir den zweiten dazu auch noch finden. Dann habe ich hier noch einen Schuh. Ja, was ein bisschen aufgefallen ist mit Grün und so Wolle von Rika. Das sagt mir auf jeden Fall was, die Marke. Rika. Die sind auf jeden Fall. Ja, die sind auf jeden Fall getragen. Größe 41. Okay. Das sieht aus wie ein Extensions-Teil oder sowas. Ich glaube, das kann gleich in den Müll. Ja, ich weiß, ich mache das Ganze ohne Handschuhe. Hier haben wir nochmal so ein Perückenteil. Das lassen wir alles mal. Dann haben wir hier ein Handtuch. Ein wunderschönes, buntes Handtuch. Kann man immer mal gebrauchen zum Putzen oder irgendwie sowas. Guck mal da unten hin. Ah ja, jetzt weiß ich auch, wo das Gewicht herkommt. Hier haben wir nochmal so eins von diesen Holland-Teilen. Na? Auch wieder ein anderes Muster. Sind wir jetzt schon bei 3. Ah, cool. Dann haben wir auch den zweiten Schuh dazu. Also ein komplettes Paar. Das ist schon mal sehr schön. Dann haben wir hier was original eingepacktes. Make America Great Again. Von Krause und Sohn Feuerwerk.info. Ich glaube, das ist was zum Spenden.
Also ich glaube, das ist nichts Besonderes. Ah, aber dann haben wir hier noch was Schönes. Auch eine Cap. Und zwar von den LA Lakers ist das, glaube ich, mit dem Symbol hier von Baseballgedöns. Größe 9, 940. Scheint auch neu zu sein, also original zu sein. Das ist ganz cool. Das kann man auch immer ganz gut verkaufen. So, dann haben wir hier einen Pulli drin. Da weiß man nie so genau, ist das jetzt No Name, ist das eine Marke? Deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig, bevor ich sage, oh, kann man spenden oder sowas. Also die meisten Sachen spende ich tatsächlich. Das ist jetzt Mangu. Das kann man bei so einem größeren Händler anbieten. Der kann das dann besser verkaufen als ich. Als wenn ich da jetzt alles einzeln anstelle. Das ist ein Oberteilgröße M von Amisu. Das ist eher so eine Sache, die dann eher gespendet werden kann. Oder ich mache halt wirklich mal so Kleiderpakete. Möchte ich es wissen? Ich weiß es nicht genau. Ein Tuch, ein geknotetes Tuch. Bunt. Keine Ahnung. Nochmal ein Tuch geknotet. Mit Haaren drin. Schön. Weil es so schön war, noch ein Tuch. Sieht aus wie ein Taschentuch eher. Da komme ich noch nicht dran. Dann haben wir hier ein Kleid, so wie das aussieht. Ein lila Kleid mit hier so Pailletten. Von Body Flirt, Größe 44. Ist auch eher für so einen Großhändler dann gedacht. Ah ja, da haben wir den zweiten Schuh. Also beide Schuhe komplett. Das ist sehr schön. Da habe ich irgendwas Neongelbes angestarrt. Basler Versicherungen. Okay, sind das Warnwesten oder? Ja, tatsächlich ist eine Warnweste drin. Okay, das ist auf jeden Fall brauchbar, so fürs Auto oder so, wenn man unterwegs ist. So, dann haben wir hier eine Hose. FB Sister, das ist Fubu oder ich weiß gar nicht genau von. FB Sister sagt mir auf jeden Fall was. Ich glaube, das ist New Yorker oder sowas. Bin ich mir nicht ganz sicher. Also es sind auf jeden Fall jede Menge Klamotten drin. Das sehe ich jetzt schon. Dann haben wir hier eine Weste. Irgendwas Besonderes. Size XXL 44. Ich sortiere das jetzt schon mal vor. Nicht wundern. Also das so. So Sachen, so No-Name-Sachen kommen entweder dann in die Spende oder halt so Jeans-Sachen gehen zu einer Art Großhändler, wo ich die Sachen hinschicke. Die stellen die für mich ein. Wenn es verkauft wird, würde ich. Das hier zum Beispiel hat kein Schild mehr. Das heißt, das kann alles in die Kleiderspende. Also hier wird nichts weggeworfen. Das wird dann, wenn gespendet. Hier haben wir dann so einen kleinen Blazer. Sieht ein bisschen aus wie so Oktoberfest-mäßig. Mit hier so Metallteilen. 100% Leinen. Okay, das könnte sogar was wert sein, das weiß ich nicht genau. Hackrow County, das muss man mal genauer überprüfen. Das sind dann eher so Sachen, muss man nochmal genauer angucken. Hier ist nochmal so ein Perückenteil. Also die kommen auf jeden Fall weg. Dann haben wir hier ein Puma Oberteil. Man sieht es wahrscheinlich durch hier. Keeps you dry. Größe 40. Hier haben wir was Lilanes, ein kleines Trägeroberteil, leider ohne Größe, ohne irgendwas. Die meisten Leute schneiden ja die Schilder ab, das verstehe ich ja auch. Hier ist noch. Ah, ich dachte, das wäre ein Tuch, aber es ist ein Oberteil. Es ist eine Bluse oder sowas. CBR, Größe L. Also hat auf jeden Fall viele, viele Klamotten dabei gehabt. Und ich glaube, das ist alles von einer Person. Infinity Woman Größe L. So eine Art Joggingpants oder sowas. Karo-mäßig. Ich dachte schon, das wäre wieder ein Tuch. Es ist ein Tuch, oder? Nein, es ist ein. Ich bin mir nicht so ganz sicher, was das. Doch, es ist ein Oberteil. Da sind Ärmel dran. Okay. Also wieder, da ist anderes. Das hier wird mit Sicherheit ein gefälschter Gürtel sein. Bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Die Qualität. Ja.
Der ist mit Sicherheit gefälscht. Also der kann dann auch weg oder halt selbst getragen werden. Aber ja, dann haben wir hier Amisu Größe S. Da muss ich halt mal gucken, ob sich das rentiert, so diese Oberteile dann dahin zu packen. Immer ein Treffer. Noch eine Versicherungscap. Und noch eine Cap von Liebherr. Die gehen alle in die alte Kleidersammlung. Dann haben wir hier sogar mit Etikett noch dran. Sexy Retro. Ich weiß nicht, kann man sowas verkaufen? Also, da ist jetzt noch das Etikett dran. Ich denke mal, da geht das schon. Bei den anderen glaube ich eher nicht. Also ich habe dafür 70 Euro bezahlt. Bis jetzt habe ich den Wert, glaube ich, noch nicht. Was haben wir hier? Hier ist so eine blumenmäßige Hose. Finde ich auch nichts Besonderes. Janina, ich glaube, das ist C und A oder sowas. Also das kann alles dann zum Großhändler. Da kriege ich vielleicht noch ein paar Cent für. Das hier. Weißes Oberteil, einfach nur ganz schlicht. Miller & Monroe Basics 3XL. Okay, Miller & Monroes. Sagt mir nichts, überprüfen wir aber mal, nicht, dass das irgendwas Teures ist. Wobei ich jetzt da nicht, also das Puma-Teil, habe ich jetzt eigentlich nichts Teures gefunden. Hä, so ein ähnliches Oberteil hatte ich neulich schon mal. Das ist von Zara. Das ist nicht verkehrt. Zara Größe S, das passt da jetzt gar nicht damit rein. Ne? Also von den Größenangaben her passt das überhaupt nicht. Hier haben wir 158. Das ist wieder ein Kinderteil. Hier haben wir 44 Clockhouse. Ist glaube ich auch C und A. Auch ziemlich eng. Das passt jetzt wiederum. Passt das wieder, die 44? Da sind ja mal mehr Leute da drin. Oder bin mal gespannt, ob da jetzt noch eine Überraschung drin ist, ob noch irgendwo Schuhe drin sind. Also sind noch Seitentaschen. Da können wir auch noch reinschauen. Aber ich wollte jetzt erstmal hier das große Teil machen. Hier haben wir noch eine blumige Hose. Also ich denke, die Dame, ich gehe sehr stark von Dame aus, L, wird auch schon ein bisschen älter gewesen sein. Ich glaube, jemand Junges trägt sowas nicht. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Sie scheint sehr auf so florale Muster zu stehen. Hier ist nochmal sowas. War ein richtig, richtig großes Oberteil. Oder das ist ein Kleid. War da keine Größe dran. Das ist immer ein bisschen blöd. Also, als Kleidersammlung. Dann haben wir hier noch zwei Wollpullis, so wie das aussieht. Hier steht aber eine Größe drin. Fabricato in Italia. Aha, super. Okay, also hier so ein schwarzer Pulli. So wie es aussieht, aber wieder keine Größe drin. Also auch Altkleidersammlung, weil selbst wenn ich die jetzt an den Händler schicke, wird er sagen, ja, was für eine Größe. Hier ist zum Beispiel jetzt eine Größe drin. Janina, Größe 42. Oranger Pulli. Das ist dann eher was für so einen Großhändler wieder. Okay, hier ist noch ein Blazer. Also die Dame scheint auch mit. Oh, das ist sehr schön. Esprit Blazer, Größe 38. Passt jetzt auch überhaupt nicht mehr ins Bild. Aber wir hatten ja auch mal S. Also wir hatten S und 44. Dann haben wir hier noch was, das habe ich die ganze Zeit nicht rausgekriegt. Eine Jeansjacke. Jessica. So eine rote Jeansjacke. Das ist auch relativ groß. Ich denke mal so 44 oder sowas wird das auch sein. Also sehr farbenfroh. Ich werde dann auch nochmal alle Taschen durchgucken, dass nicht nochmal irgendwas ist, was ich übersehen habe. Hier ist so eine Art Velourhemd, auch von Jessica. Meine Größe ist 42. Probiere ich mal an. So, dann haben wir hier was, was gar nicht passt eigentlich zu dem Style. Ja, bei Gold, was steht da? V
Voll-Litschi oder sowas, also so Camo-Jacke mit Goldpailletten, voll easy oder sowas steht da. Key Lago Größe XL. Okay. Viele, viele, viele Klamotten. Natürlich darf ein Handtuch nicht fehlen. Auch zu dem anderen Handtuch. Schwarzes Oberteil. Natürlich Etikett abgeschnitten. Inner Peace is the new success. Okay. Leider kein Etikett drin. Also leider Kleidersammlung. Also ist leider. Da freuen sich Leute drüber. Black Squat XXL. Grünes Oberteil. Steht auch innen drin, ist nochmal ein Aufdruck, aber ja, also auch nichts Besonderes. Und dann haben wir noch zu guter Letzt Weiß Basic for Everybody Janina Stretch Größe 48. Also wir haben von S bis 48 über Kindersachen wirklich alles. So, also so sieht die jetzt von innen aus, die Tasche. Man sieht, hier unten sind auch diese Relingtaschen, also hier ist auch Metall. Ich wollte es dann hier mal kurz zeigen. Also, das ist mit Sicherheit auch mir ein bisschen geschuldet, weil ich das auch irgendwie tragen musste. Hier waren eigentlich Rollen drin. Hier unten sind noch so Noppen. Jetzt gucken wir nochmal zusammen in die Seitentaschen. Ob vielleicht auch noch was drin ist. Könnte ja sein, dass sich da noch kleinere Schätze verstecken. Also, hier vorne ist keine Seitentasche mehr. Hier unten wäre wahrscheinlich der Griff. Oh, beziehungsweise hier unten ist sogar ein Griff. Super. Also der Griff ist dran, aber die Rollen nicht. Bei der anderen Tasche waren ja die Rollen dran, aber der Griff nicht. Vielleicht kann man die irgendwie, weiß nicht, ob man die reparieren kann. Ich mache jetzt gerade mal unten das Fach auf. Also hier sieht man, da ist der Griff definitiv drin. Ja. Und das war's mit der Tasche. Also bis auf ein paar Esprit-Sachen. Und diese Holland-Teile, die ich mal denke ich auch gut verkaufen kann, war jetzt nicht so viel drin. Also für 70 Euro, da waren die anderen Sachen besser, muss ich sagen. Die LA Cap, zwei Paar Schuhe, gesagt, zwei, drei Esprit-Sachen, viel für die Kleidersammlung. Muss ich mal gucken, ob sich das jetzt so rentiert hat. Aber das hat man halt immer mal zwischendrin, dass sich Sachen halt nicht rentieren. So wie die andere Tasche, die halt jetzt für 45 Euro, wo halt richtig gut war, ne, mit Taekwondo-Sachen und Geld und allem Möglichen. Steckt man halt nicht drin. Wie gesagt, ich werde mal versuchen, ob ich das irgendwie umbauen kann. Also das an die andere Tasche dran. Dann kann man die nämlich benutzen und die landet halt dann im Müll. Aber ja, weil was soll man da sonst noch für eine Verwendung für haben? Die hat halt keine Rollen. Dafür hat sie aber vorne das Ausziehding. Vielleicht kann man das irgendwie umwandeln. Ja, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Vielen Dank fürs lange Zusehen. Ich weiß jetzt gar nicht, bei wie weit wir sind. 18 Minuten, das geht sogar noch. Ja, ich werde jetzt mal hier alles ein bisschen aufräumen. Nicht wundern, es sieht alles ein bisschen chaotisch aus momentan bei mir, weil ich halt versuche, alles so ein bisschen zu sortieren und zu verkaufen und ja, alles so ein bisschen zu ordnen. Ja, wenn ihr Interesse an den Sachen habt, die ihr jetzt gesehen habt, schreibt mir. Vielleicht sind sie noch da. Preis werden wir uns mit Sicherheit einig werden und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.